Hallo, ich bin Mirko. Ich stelle euch heute mit meinen Kollegen, die hier schon neben mir stehen, ein Minecraft-Projekt vor im Holzschildische, also das wir im Holzschildische gedreht haben und gebaut haben. Mit dabei beteiligt waren Ali, Katrin, Sean, Max, Lasse, Luca, Florian, Tim und ich, also Mirko. Ja, ich würde sagen, legen wir dann direkt los. Hier sehen Sie schon unsere wunderschöne Mauer, die von Florian, Tim und mir gebaut wurde. Ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. So, erstmal gehen wir in unser Prachtstück rein. Hier haben wir ein schönes Dorf mit einer Kirche, also mit einer Mauer umgeben halt. Hier ein schöner Springbrunnen oder ein Brunnen. Hier kommen wir direkt zum ersten Haus. Das wurde von Ali und Lasse gebaut, steht auch daran. Hier haben sie viel mit Spinnennetzen experimentiert, glaube ich. Ja. Ja, schöne Deko. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Haus. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das hier direkt. Das wurde von Ali gebaut mit vielen Kürbissen, weil ja auch bald Halloween ist. Dann dieses Haus hier wurde auch von Ali gebaut, der war hauptsächlich unser Baumeister. Auch wieder mit vielen Kürbissen. Hier ein Haus, aber das wurde nicht von Ali gebaut, sondern von Sean und Katrin mit vielen Totenköpfen, Kürbissen, Spinnennetzen, halt alles, was so zu Halloween gehört. Ups, hier ist irgendwas. Ja. Dann hier ein paar Gruselbäume. Ein Grab. Hier ist die Kirche, dazu kommen wir später auch nochmal. Ja, also das ist unsere Hauptattraktion, die werde ich euch dann später auch nochmal gründlich zeigen. Hier gehen wir jetzt erstmal zwischen unserem Park und der Mauer entlang zum hinteren Teil der Burg. Hier ein Haus, das von Florian und mir gebaut wurde. Hier geht es in einen gruseligen Turm, da gehe ich jetzt nicht rein, weil das sonst zu viel Zeit verschwenden würde. War auch sehr groß, der wurde übrigens von Tim gebaut, so wie alle anderen Türme auch. Hier, der Markt wurde ebenfalls von Tim gebaut, so wie das Haus auch. Auf diesem Markt gibt es einen Bäcker, einen Fischer und halt viele kleine Stände. Das Haus wurde wie gesagt auch von Tim gebaut. Ein Springbrunnen, wo oben TNT rauskommt, hier seht ihr es nochmal ganz genau, wurde von Ali gebaut. Die kann man nochmal zu diesem anderen Turm gehen, der ebenfalls von dem gebaut wurde. Hier nochmal ein paar kleine Bäume, also so ein kleiner Park. Hier vorne ist auch noch ein Haus, das auch von Ali gebaut worden ist, mit einer kleinen Farm, wo Karotten angepflanzt worden sind. Hier ist wie gesagt das Grab und jetzt kommen wir wie gesagt zur Kirche. Die Kirche ist unsere Hauptattraktion, weil wir dort etwas Besonderes reingebaut haben, nämlich ein Jump'n'Run. Da wird jetzt auch jemand schon direkt das Jump'n'Run vorführen, halt so. Ja, ich erzähle jetzt noch was über das Projekt, wie lange wir halt gebaut haben und ja. Also wir haben 3 Tage an diesem ganzen Dorf gebaut. Wir haben im Teamwork zusammengearbeitet, also wir haben eigentlich theoretisch alles zusammen gebaut, bloß die meisten, also jeder war halt so ein Spezialist für zum Beispiel Häuser oder so. Wir haben jeden Tag 4 bis 5 Stunden daran gebaut, also 3 Tage, 4 bis 5 Stunden, das sind so 15 Stunden circa. Hier geht es auch nochmal nach oben. Sage ich jetzt mal zum Finale. Hier sind ein paar Goldblöcke und ein Truhen, wo auch noch sehr viele gute Sachen drin sind. Und hier sind halt auch so, ja, das ist halt die Endsache und ja. Ja, das war's halt mit unserem Minecraft-Projekt und ja, dann würde ich sagen, tschüss.